Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Fortzones und ein bisschen was über die Story konnten wir in der letzten Folge schon in Erfahrung bringen. Ein ominöses Präparat 26, wohl irgendeine Pflanze, die hier erforscht wurde, die aber gleichzeitig auch manche der Belegschaft hier krank gemacht hat. Die Stimmung war deswegen ein bisschen, ich sag jetzt mal, nicht so on top. Aber wir wissen bis jetzt nur ziemlich wenig über dieses Präparat und was hier in dieser Anlage so geschehen ist. Wir wissen nur, ein Notsignal, das manuell ausgelöst wurde, hat uns hierher gelockt. Das heißt, irgendjemand muss wohl noch hier sein. Wir haben uns jetzt schon in Dutzenden Räumen umgesehen und haben bis jetzt noch keine Menschenseele gefunden. Das heißt, es kann ja nur besser werden. Gucken wir mal. Ich bin gespannt. Wir gehen ein bisschen weiter und da kommen wir ja sowieso nicht durch. Das ist nämlich leider alles versperrt für uns. Wir sehen auf den Türen immer wieder das L und eine Zahl daneben. Nur hier konnten wir rein. Hier ist L5, L3, L5, L4. Wir brauchen diese Zugangsdaten und das wird wohl noch ein bisschen dauern, bis wir die bekommen haben. Aber gucken wir uns mal hier hinten um. Weiter geht's mit den Crewquartieren und man sieht... Erstens ist die Tür kaputt und zweitens, das war schon eine ganze Menge an Leuten, die hier stationiert waren. Mal gucken, wo wir reinkommen. Wie sieht's denn hier aus? Unoccupied. Xavier Ortega wohnt hier. Und noch irgendjemand. Platz hätte er theoretisch. Der zweite Platz ist unoccupied. Also hier könnte jemand wohnen. Ist aber nicht der Fall. Toll. Und reinkommen wir genauso wenig. Hier wohnt Anna Hayashi. Zweite Person gibt's nicht. Hier drüben hingegen bei Claire Smith. Kommen wir rein. Sehr schön. Na, gucken wir mal. Wir brauchen Informationen und ich hoffe mal, dass wir die bekommen werden jetzt demnächst. Was gibt's denn hier drin? Nichts. Eine kleine Snacklade, da oben ist ein Rucksack oder sowas. Und da unten hat sie auch ein paar Snacks gebunkert. Tja, Thirsty Martian. Nicht so aufschlussreich das Ganze. Da drüben liegen ein paar Bücher, der Mülleimer ist voll. Mal gucken, ob wir mit dem Monitor interagieren können, aber ich glaube nicht mal das funktioniert leider. Aber mit dem Teil können wir was tun. Wow, this takes me back. Ist das eine Schallplatte? Ich glaube schon. Cool. Nice. Tatsächlich. Gut. Hab gedacht, vielleicht steht hier irgendwie auch wieder was drauf oder wir finden ein Audiolog oder sowas beispielsweise. Aber leider nicht der Fall. Na gut, aber da drüben glänzt schon mal. Das sieht gut aus. Was ist das? Sag bloß eine Keycard. Super, super, super. Eine Keycard für Level 1. Das freut mich. Schlüsselkarten gewähren Zugang zu bislang verschlossenen neuen Bereichen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Tja, da hat sich schon mal gelohnt, sich hier ein bisschen in ihren Privatgemächern so umzuschauen. Da liegt auch wieder ein weiterer Rucksack. Was ist das denn da hinten? Ein Gürtel oder irgendwas zum Trainieren? Und da oben schlaft ja niemand. Die hätten also theoretisch Platz gehabt für noch mehr Crew. Nur war irgendwie keiner mehr hier. Wir könnten jetzt natürlich wieder Mutmaßungen anstellen, dass vielleicht doch irgendwann mal alle Betten belegt waren. Aber möglicherweise durch diese Tests an Präparat 26 hier vielleicht ein paar Betten dann verlegt wurden in die Leichenhalle. Aber das ist nur eine Mutmaßung. Wer weiß, wo uns das Spiel hier noch hinführen wird. Was gibt's hier? That's a shame. Place like this must have a secret room somewhere. Ja, Gott, aber leider nicht hinter dem Bücherregal, denn da drüben auf der anderen Seite wohnt ja schon der Nächste. Tja, da ist ein Geheimgang definitiv falsch am Platz. So, Freunde, super, super, super. Wir haben die nächste Ebene freigeschalten. Ich guck mal ganz kurz, Martina Romero ist hier. Ob wir hier irgendwo reinkommen. Da ist Thorsten Schmidt, von dem haben wir auch schon mal gelesen. Und hier drüben ist Anthony Garnier. Auch den kennen wir. Oder Garnier, wie auch immer. Anthony Garnier, ich weiß jetzt nicht genau, wie man das hier ausspricht, da müssten wir die tatsächlich das mal aussprechen hören. Ich würde ganz gerne nochmal hier lang schauen und dann gucken wir mal, wo wir denn jetzt überall schon reinkommen in unserer neuen Schlüsselkarte. Hier ist Salim Aitor, auch hier natürlich wieder Door Locked. Ich probiere trotzdem mal jede Tür, vielleicht geht ja irgendeine auf. Kadi Diao und hier zu guter Letzt dann Hector Morales. Wo geht's denn dahin? Wieder ein Barfroom da hinten. Dann haben wir hier Yulong Zhang. Wohl ein Asiate, Dawson Roberts. Und da geht's tatsächlich auf, denn den
hätten wir ohne Schlüsselkarte nicht aufbekommen, den Raum. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, was hat der mit in seinen Schränken? Wir durchwühlen natürlich gleich mal wieder alles. Was ist das? Gewürz? Definitiv nicht unbedingt. Test Specimen, eine Probe. Do not open, nicht öffnen. Ist das Maßgestein? Ist das Erde? Ist das möglicherweise Präparat 26? Er hat ein Testsample in seinem eigenen Zimmer stehen. Und das soll man ja nicht öffnen. Crazy what these samples go for back home. Interessant. Auch noch ein bisschen Maßgestein hier rumliegen. Gucken wir natürlich auch gleich mal an. Yes, I found a fellow believer of yours. Oh, really? What did you ask them? What triggered the lockdown? What? Exactly. Well, let's hope for my sake that that isn't what actually happened. Ah, er hat die Kratzspuren hier gefunden auf dem Stein. Jetzt checke ich das Ganze. Deswegen auch ein Fellow Believer, weil anscheinend unsere Jessica auch glaubt, dass hier Aliens ihr Unwesen treiben. Naja, theoretisch, hier sind alle Optionen offen. Ausschließen können wir überhaupt nichts. Vielleicht sind tatsächlich auch Alien hier oben im Gange. Gucken wir mal. Ein Audiolog vermute ich. Mal reinhören. Das war kein Audiolog, das war eine Batterie. Das ist wieder diese i5-Batterie. Alles klar. Ein paar Dokumente, mit denen können wir nichts anfangen. Die Computer leider auch nicht aktiv. Wie sieht's hier aus? Quiet taste, I guess. Ja, keine Ahnung, was das hier ist. Wohl irgendein Essen, das die hier zu sich nehmen. Tja, da oben lebst du halt größtenteils von irgendwelchen Plastikbeuteln, von irgendwelchen Packungen oder Brei. Na, gucken wir mal, ob es hier noch irgendwas gibt. Free Hugs. Schön. Ah, und noch ein Bildchen. Guck mal. You remember that time we went to see No Escape? Remember it? I'll never get those hours back. Oh, what a show. Das ist übrigens auch direkt an das nächste Sammelobjekt. Ein Wrestling-Bild. Underdog D.A. Pebble spielt gegen den Champion Overgiver. Und zwar am 17. April 2026. Ja, das ist ja schon eine Zeit lang her. Das ist ja schon eine ganze Zeit lang her. Na, nü, was liegt da unten denn? Aha. Das haben wir ja noch gar nicht entdeckt. Creepy. I'm guessing a flickering light shadow demon. Close. I think I'm looking at a face in the wind. Okay. Now I need to know. Just some drawing I found. Ah, yes. The scavenger hunt continues. Man muss sich das mal vor Augen führen. Wir sind in diese Anlage gekommen, um aufzudecken, wer hier dieses Notsignal geschickt hat und gucken jetzt hier in den privaten Zeichenbücher von irgendwelchen Angestellten hier durch. Tja, legen wir das Ganze schnell mal wieder zurück. Die Schränke lasse ich offen, dann wissen wir zumindest, wir waren hier schon mal drin. So, und ich glaube, viel mehr zu entdecken gibt es ja nicht mehr. Das letzte Zimmer gucken wir uns gleich an. Ich gehe mal ganz kurz noch ins Badezimmer danach vor, auch wenn wir hier wahrscheinlich wieder nichts finden. Ah, das ist ein bisschen größer als das vorherige. Open, 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 open. Hier drüben haben wir die WCs. Hier eine kleine Umkleidekammer. Hier natürlich wieder die Heating Units, wobei da immer... Ah, nee, steht eh da. Ist nur ein Grafikbug gerade gewesen. Ich wollte gerade sagen, das ist schon geschmolzen möglicherweise, weil es so heiß war. Die Schrift da oben. Auch das kennen wir natürlich. Die Heizstäbe da hinten. Ah. Aber das ist neu. That's one hell of a nosebleed. Wenn das Nasenbluten ist, ist eine ganz andere Frage. Das ist neu. Wir finden die ersten Blutspuren. Zwei komplett mit Blut befleckte Handtücher. Interessant. Book your stay now. In einem Spa, Gaia-Spa. Wie gesagt, wir wissen bis jetzt noch ganz schön wenig über all das hier, was hier möglicherweise passiert sein könnte. Hier finden wir die Duschen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Aber natürlich alles sehr luxuriös aufgebaut. Ja gut, in der Zukunft, im Jahr 2080 oder 2057, wo die Anlage hier gebaut wurde, da sieht natürlich alles ein bisschen anders aus als heute. Phoebe Ethos ist hier drin stationiert. Das ist ihr kleiner Raum. Und dann gucken wir mal ganz kurz hier, ob wir möglicherweise jetzt eine Tür aufbekommen. Mit dieser Keycard für Level 1, aber sieht nicht unbedingt danach aus. Denn wir müssen jetzt natürlich den gesamten Hello? Weg nochmal zurückgehen. Nee, da wird keine There Antworten. Is no one here. Aber warum? Try the medical bay. There's always someone on duty. But what if an injury caused the lockdown?
records say it's Wyatt Taylor. Hm. Roger. Na, gucken wir mal. Ist das hier? Ne, das sind die Crewquartiere. Aber ich sehe an der Tür, steht eine L1. Und mittlerweile sollten wir hier vielleicht sogar durchkommen. Ich probier's mal. Tatsächlich. Open, liebe Freunde. So sieht's nämlich aus hier. Sehr schön. Ach, hier sind wir jetzt. Ach, wieder beim Gym. Ach so. Die Tür ist jetzt offen. Cool. Gut, da drin geht's wohl nicht weiter. Hier geht's wieder zu den Elevators. Alles klar, oder zur Stiege, denn der Elevator funktioniert ja nicht im Lockdown. Ich guck nochmal ganz kurz hier nach oben. Wobei wir, glaube ich, hier auch keinen Raum mehr hatten, den wir öffnen können, oder? Da drüben ist eine Tür, die uns ins Nichts führt. Ich schau mal ganz kurz hier nochmal. Da geht's Richtung Kantine. Aber die war ja komplett gesperrt. Ich glaube, die war jetzt nicht unbedingt durch einen Zugang versperrt. Aber hier könnten wir, glaube ich, rein. Nee, doch nicht. Da steht zwar eine Nummer 1. Das ist der Site Manager. Das ist der Chef. Der wohnt hier ein bisschen abseits von allen anderen. Das ist Hoskins. Da brauchen wir Level 5. Und da vorne ist die Kantine. Da gibt's sowieso nichts mehr für uns. Alles klar. Alles klar, alles klar, alles klar. Dann würde ich ganz gerne mal, nachdem wir ja eine Karte auf der Hand haben, kurz mal nachschauen. Verschaffe dir Zugang zur Krankenstation. Verschaffe dir Zugang zur Krankenstation. Büro von Hoskins. Hier oben geht es leider nicht weiter. Da würden wir irgendwie zum Generator, Wartungsräumlichkeiten und so. Aber auch nicht unbedingt der richtige Ort, wo wir gerade hinwollen. Da ist das Treppenhaus, Kommunikationszentrale. Da ist alles noch gesperrt. Privatbad, Crewquartiere, Crewquartiere. Da nochmal ein Privatbad. Hier sind wir eigentlich gerade rumspaziert. Den Vorratsraum haben wir auch kennengelernt. Aber hier sehe ich jetzt nicht unbedingt eine Krankenstation. Bohrungshanger, Bohrungstunnel, ein Büro. Gehen wir mal eine Etage nach oben. Wie gehen wir eine Etage nach oben? Ach so, gehen wir eine Etage nach oben. Alles klar, Karte wechseln mit dem Mausrad. Krankenstation, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Also ins Atrium, ab geht's zurück und dann Richtung Krankenstation und Operationssaal. Dort wollen wir hin. Alles klar. Das heißt, Freunde, wir nehmen die Beine in die Hand. Es geht für uns wieder nach oben. So, einmal hier und einmal hier. Wo war denn dieser Zugang? Da drüben waren die Treppen. Und ich hoffe, wenn der Strom wieder läuft, dass wir uns hier als kleines Andenken vielleicht nochmal so ein schönes Merchandise-T-Shirt kaufen können. Von unserem eigenen Arbeitgeber müssen wir uns T-Shirts besorgen im Merchandise. Oder müssen wir hier weiter runter? Huch, mein Bild ist gerade weg. Jetzt ist wieder hier. Aha. Was passiert hier gerade? Jetzt bin ich wieder da. Keine Ahnung, was da gerade los war. Ich würde aber ganz gerne auch mal nach unten gucken. Denn hier weiter unten waren wir eigentlich noch gar nicht. Einfach mal nur zum Schauen, wo wir da hinkommen. Ist das möglicherweise da unten sogar die Krankenstation Medical Bay tatsächlich? Na, guck mal einer an. Aber was ist denn dann mit der Karte da oben? Ich zoome mal kurz ran. Hä? Was passiert denn hier? Jetzt bin ich schon wieder irgendwie rausgetappt. Was ist denn hier los? So, jetzt sind wir ganz oben. Das ist Ebene 0. Da haben wir aber alles entdeckt tatsächlich. Also ich wollte nämlich gerade gucken, ob wir da oben vielleicht noch eine Tür aufmachen müssen. Aber hier haben wir tatsächlich alles entdeckt. Hier unten kommen wir nicht mehr weiter. Das heißt, wir sind hier tatsächlich ganz schön richtig. Okay, alles klar. Keine Ahnung, warum ich hier die ganze Zeit raus habe, aber es funktioniert noch, oder? Kamera läuft, flüssig, Aufnahme läuft, alles in Ordnung. Komisch. Wir sind beim Medical Bay. Greenhouse braucht Level 5. Na, das wird noch eine Weile dauern, bis wir da reinkommen. Da drüben brauchen wir Level 3. Und da unten würden wir nirgendwo hinkommen, so wie es aussieht. Das ist dann wohl die letzte Ebene. Hier ist noch so ein Maintenance-Schacht. Also so ein Wartungsschacht. Und hier ist alles vollgeräumt mit irgendwelchen Kisten. Hm. Na gut, na gut, na gut, Freunde. Dann würde ich sagen, weiter geht's hier nach drin. Einmal in den Medical Bay hinein, bitteschön. That's odd. What is? The door, it's been sabotaged. Sabotaged? Something snapped the manual lever off. Something? Stop it, you know what I mean. Die Aliens sind hier. Die Aliens sind hier, Freunde. Wir müssen uns in Acht nehmen. Why would someone remove the power supply? From the door? Yeah. I have another i5 I can try. These i5s, why did we stop using them? The i5s? They just became too unstable. Any surge would be dangerous. Yes.
Why? No reason. Do not try to surge that door open. Nein. Ach, wer kommt denn auf die Idee? Na, ganz bestimmt nicht. Na, hallo. Nein, ganz bestimmt nicht. Durchsuche die Krankenstation. Freunde, ICU haben wir hier drüben. Radiotherapy, Consultation und hier ist Treatment. Und wir haben kein Signal. Was ist hier? Ich glaube, das ist wieder Blut. Definitiv ist das wieder Blut. I think there may have been an incident here. An incident? Well, what makes you think that? Just a feeling I have. A feeling? Well, is Officer Taylor there? I'll check. So wie es aussieht, ist überhaupt niemand hier. Die ganze Anlage ist menschenleer. Hier ist einfach niemand. Und ich vermute mal, auch hier kommen wir nur in die wenigsten Räume rein. Hier beim Treatment würden wir reinkommen. Das ist unlocked. Da drüben ist locked, die ICU. Radiotherapy genauso. Hier drüben sieht es auch nicht anders aus. Auch hier Access denied, wegen dem Lockdown, der ja hier eingeführt wurde. Und da drüben in Surgery, wir mal gucken, ob wir die Tür hier vielleicht aufbekommen mit einem kleinen Hack oder so. Access denied. Nee, super toll, Access denied. Irgendjemand muss diese Anlage in den Lockdown gebracht haben, hat dann ein Notsignal ausgesendet. Hier drüben wird es übrigens noch weitergehen zur Subsection C. Hat dann ein Notsignal ausgesendet, aber irgendwie noch die Türen verrammelt. Damit man hier weder rein noch rauskommt, wenn man nicht so ein super geiles, modernes Gerät am Arm hat wie wir. Sehr komisch, liebe Freunde. Sehr komisch. Mal gucken, ob wir hier noch was erkennen können, wer denn die Patienten waren, aber es gibt hier kein Signal. Wir können hier auch nicht wieder beim PC einfach durch die Reiter switchen, das geht nicht. Patientenrekord eines ist neu, ein paar andere gibt es hier auch noch, aber... Ich muss schon sagen, wenn hier tatsächlich alles aufgenommen wird oder aufgeschrieben wird, wenn hier sich irgendjemand verletzt, dann ist hier nicht wirklich viel los gewesen. 1.11.2080, ich dachte, wir haben Oktober. Wie geht das denn? Patientenrekord vom 1.11.? Wir haben doch den 11. Oktober gerade. Nicht den 1. November? Das ist komisch. 13. Oktober 2080, na nü? 2.10., 21.09., 10.09., also vieles hier nicht, aber man sieht auf jeden Fall, in letzter Zeit kommen da deutlich mehr in die Station. Ja, wobei im August war auch ziemlich viel los. Aber warum hier schon Patientenrecords vom November 2080 drin stehen? Eines ist ganz neu, nur leider wissen wir nicht welches. Das ist mir ein bisschen ein Rätsel, denn wir haben ja erst Oktober. Na gut, Freunde, ich glaube, ihr wisst schon, was jetzt kommt, nämlich eine kleine Folgenpause. Und wir wissen auch schon, was wir uns in der nächsten Folge anschauen werden, nämlich diesen Raum hier. Er ist für uns schon aufgeschlossen, Treatment wartet auf uns und ich bin gespannt, ob wir möglicherweise wieder ein bisschen was aufdecken können, was hier so vorgefallen ist. Denn noch wissen wir immer relativ wenig. Wir kennen nur das Schlagwort Präparat 26. Wir wissen, die Stimmung innerhalb der Besatzung war nicht unbedingt die beste gerade, weil es eben ein paar gab, die ihnen leider nicht so gut ging, nachdem sie mit Präparat 26 zu tun hatten. Und wir wissen, diesen Lockdown hat irgendjemand wohl kürzlich aktiviert und dann die Türen manipuliert, damit man sich nicht so gut von A nach B bewegen kann. Hat wohl nicht damit gerechnet, dass wir uns hier in die Systeme hacken können. Wer zum Teufel hat uns aber dieses Notsignal gesendet? Das ist die Hauptfrage, die wir haben. Mal gucken, ob hier in der Krankenstation wieder neue Hinweise auf uns warten. Das werden wir uns morgen in der nächsten Folge anschauen von Fort Solis. Ich sage Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns dann morgen hoffentlich wieder zur nächsten Runde. Bis dahin, tschüss!